Insel Mykonos, ein Reisebericht von D-Selzank Kensivideo. Die seidenweiche Luft umfächelt sanft den Kür unbekanntes Zeichen Peer und tut der Seele gut. Der Himmel ist so klar und blau wie niemals im August. Die Insel hält den Atem an. Die Hauptsaison ist vorüber. Jetzt findet das Kykladen-Eiland wieder zurück in sein ureigenes Tempo, die Zeit, in der man wieder Zeit hat. Das tut den Einheimischen gut, aber auch den Besuchern. Ein Dutzend Turnschuhe knirscht auf dem Schotterweg, der sich durch verblühte Lavendel und die unbekanntes Zeichen Meerbüsche schlängelt. Bergauf, Kurve links, Berg unbekanntes Zeichen ab, Kurve rechts. Trekking Guide Evangelos kennt den Pfad zum Kap Amnistis und zur Ponomus unbekanntes Zeichen Bucht. Die Sommerpartygänger können sich gar nicht vorstellen, welch herrlich stille Plätzchen sie verpassen. Evangelos, längst nennen ihn alle Vangelis, wie das in Griechenland so üblich ist, zeigt hinunter zur blendend weißen Inselhauptstadt. Dort läuft gerade eine Fähre aus und die Sonne zaubert sanft und zugleich leuchtende Töne in das sichelunbekanntes Zeichen förmige Panorama. Früh am Morgen sind die Wanderer aufgebrochen. Da ist die Musik im Cavo Paradiso auf Mykonos in der Hochsaison in der Regel noch nicht verstummt. Die Opener Disco am Hang über dem Paradise Beach leert sich erst, wenn die Sonne zum Himmel steigt. Ein letztes Bier? Einen ersten Kaffee? Oder schon zurück ins Hotel? Erschöpft packt der DJ seine Sachen zusammen, lässt ein Taxi rufen. Es war wie unbekanntes Zeichen der eine jener rauschenden Nächte, wie man sie nur von hier kennt. Die Partygänger lieben die einziger unbekanntes Zeichen tiefen Vibrationen der Insel, die ausgelassene Steam unbekanntes Zeichen Mong. Vergleiche mit Ibiza mag der DJ nicht. Seine Insel sei ungezwungener. Mykonos ist ein Touristenmagnet der Ägäis. Schon im frühen 20. Jahrhundert dient es als zwischen unbekanntes Zeichen Stopp für vorwiegend US-amerikanische Bildungsreisende auf dem Weg nach Delos. Die pittoreske Kykladen-Architektur und die Sandstrände sprachen sich schnell herum, und in den 50er Jahren waren unbekanntes Zeichen kehrte die Insel zu einem Lieblingsziel des Jet-Sets. Heute ist Mykonos Griechenlands schillerndster Partytreff, der die Nächte zum Tag macht. Doch nun steht der Herbst vor der Tür. Mykonos atmet kräftig durch. Aber auch Anfang Oktober ist früh unbekanntes Zeichen Min am frühen Abend, wie von einer höheren Gewalt gesteuert, Mietautos, Motorroller, Minibusse und Radler durchs ockerfarbene Land in den Hauptort der Insel. Nun aber verlieren sich die Urlaub unbekanntes Zeichen Bär zwischen den wild ineinander geschachtelten Würfelhäusern und den blau- und purpurrot lackierten Kirchenkuppeln. Schmale Gassen bilden ein labyrinthisches Netz durch Mykonos Stadt. Wie ein Spalier führen Außentreppen mit schlichten bunten Holzgeländern über Balkone in die Obergeschosse. Der Hype hat Einzug gehalten auf Mykonos, doch der Inselalltag lässt sich nicht vertreiben. Vielerorts herrscht ein Nebeneinander von Welten, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Teure Designer-Boutiquen, jetzt mit Ausverkaufspreisen, neben traditionellen Webereien zum Beispiel oder die Kyriaki-Kirche direkt neben einem legendären Gay-Club. Im Hafen sortieren Fischer friedlich ihre Netze, während die Fähre Neuankömmlinge an Land spuckt. Im historischen Stadtteil Kleinfenedik liegen zahlreiche kleine Bars, dazu leiser Drum, Bass und ein hübscher Blick auf die alten Mühlen von Mykonos. In Kleinfenedik stehen die geduckten Häuschen ganz nah am Wasser, und ihre Erker und Balkone ragen gefährlich weit über das Meer. Nicht ohne Grund, weiß Dimitri, der in einer der Bars kellnert, früher lebten viele Insulaner von der Seeräuberei und durch die großfenstrigen Erker konnten sie ihre Beute direkt von den Booten in ihre wohnunbekanntes Zeichenzimmer verfrachten. Doch Dimitris Gäste Interes unbekanntes Zeichen siert die Vergangenheit kaum. Die Gegenwart ist wichtiger, die Cocktails sind fruchtig und stark, die Sonne steht schon tief. Wenn sie dann glutrot ins blaue Wasser der Ägäis taucht, wird applaudiert. Das ist Mykonos Kult. Alles ist hier einfach stylisch. Ein kosmopolitisches Örtchen, das auch treffend Saint-Tropez Griechenlands genannt wird. Wer die Stillleben von den Ansichtskarten sucht, muss ins Inselinnere. Etwa nach Anomira zum Kloster Panagia Touliani, das heute noch von drei gewichtigen Mönchen bewohnt wird.
Dazu gibt es herrliche Sandstrände. Ornos Pladigialos oder Paradisse sind die bekanntesten und gerade im Spätsommer ein Traum. Im hügeligen Norden ist es karg, einige wenige Geöfte, da und dort mehrere Häuser mit einem Caffeneon. Dort sitzen die Alten und lassen die Zeit verstreichen. Olivenbauern kommen mit Säcken voller geernteter Früchte auf ihren Eseln des Weges. So still muss es vor 20 Jahren selbst im Sommer gewesen sein, bevor Mykonos als eine der beliebtesten Plätze an der Sonne entdeckt wurde. Wenn bei Spiros, der direkt unter den weltberühmt unbekanntes Zeichen 10 Windmühlen von Mykonos eine Taverne B unbekanntes Zeichen treibt, in den Sommerferien am frühen Abend die Touristen einfallen, dann ist keine Zeit mehr für ein Schwätzchen. Dann schwitzen Ehefrau und Töchter in der Küche, während die Schwiegersöhne Souvlaki, gebratene Fische, Hummer, Bauernsalat und gearzten Resina servieren. Spiros kann zufrieden sein, der Laden läuft. Da nimmt er sich dann an den ersten Abenden ohne Massenandrang auch schon wieder mal Zeit für den Plausch. In der benachbarten Ulzeria spielt die Besitzerin jetzt wieder laufend wunderschöne griechische Musik, von Klassik über Rembertico bis Pop. Im Sommer bestimmt das Publikum die Musikrichtung, Techno und Hip-Hop sind dann gefragt. Zwischendrin Independent und House. Die Ulzeria selbst ist eine Augenweide, hier trocknen Kräuter in einer Schale, da quellen blühende Bougainvilleas aus einem Korb. Meist sitzt man draußen an den Tischen in der belebten Altstadtgasse, bis weit nach Mitternacht. Das partyunbekanntes Zeichenvolk hat die Insel verlassen. Was den Blick auf eine ganz andere Seite der Insel freigibt. Jetzt im Oktober ist es nicht mehr so überfüllt und der Meltemi, der heiße Wind des Sommers, hat sich beruhigt. Neben kleinen Pensionen sind in der Nebensaison auch die meisten Hotels geöffnet, deren Zimmer den Touristen sei Dank zu erschwinglichen Preisen vermieten. Dafür fällt ab Anfang November zwar ab und zu einmal Regen, doch was macht das schon? Für die großen Eindrücke geht man ins Seefahrtsmuseum, ins Haus der Lena, mit seiner volkskundlichen Sammlung, ins Kulturzentrum mit Ausstellungen junger mit Mykonos verbundener Künstler und für die kleinen Erlebnisse einfach ins nächste Caffeneon. Mykonos Island, Greece Travel Selmk Kenzi Selsank Kenzi.